Hi, Gude, und herzlich willkommen zurück zu Ark Evolved. Ich bin der Typ mit dem Bart. Ja, und heute müssen wir wieder ein bisschen in die Hände spucken. Richtig, Freunde, denn wir müssen, oder ich möchte gerne mit euch heute zusammen mal eine Dino-Garage bauen, ja? Liebe Petra, ich habe dran gedacht und ich werde es heute auch tatsächlich mal tun, ja? Also wer keine Vorstellung hat, was eine Dino-Garage ist, das ist, glaube ich, einfach nur ein Gehege, was wir bauen, sodass die Viecher nicht immer ausbüchsen können, denn das ist aktuell mein allergrößtes Problem. Ich bin permanent auf der Suche nach meinen Dinos und langsam finde ich es echt nicht mehr witzig, weil ich in jeder Folge oder jedes Mal, wenn ich das Spiel anschmeiße, erstmal rumrennen muss und muss sie wieder einsammeln. Ist ein bisschen nervig und da möchte ich heute mit euch gerne was zusammen machen. Ich habe da auch schon so ein, zwei Ideen, die mir da so vorschweben. Ich hoffe, ihr habt Lust mitzuschauen und lasst uns gar nicht lange rumquatschen, sondern direkt loslegen. Bis gleich. So, also mein KFC-Flugmoped, das habe ich jetzt einfach mal hier oben auf dem Dach geparkt, ja, dann kommt das wenigstens nicht auf die Idee, spazieren zu gehen. Also bis jetzt hat er es noch nicht getan. Ich habe den auch gerade mal ein bisschen mit Fisch gefüttert, auch da nochmal vielen Dank. Ich glaube, das war auch von dir, Petra, du hast mir das auch gesagt. Gib dir mal Fisch und lass das Gemüse weg, da stehen die nicht so drauf, sind alles Fleischfresser. Den Rat habe ich auch befolgt. So, wenn ihr euch wundert, warum ich hier wieder mitten im tiefsten Dschungel bin, ich habe ein bisschen mit den Einstellungen rumgespielt und habe, glaube ich, zu viel an der einen oder anderen Schraube gedreht, denn als ich gerade eben mich eingeloggt habe, hatte ich quasi das ganze Haus voll mit Steinen, ja, die da so reingeragt sind und tatsächlich, auch im Gebäude Bäume, ja, weil ich einfach diesen Radius, ich habe den einfach auf 0 gestellt oder 0,01, also das niedrigste, und auf einmal alles drin. So, das habe ich jetzt wieder ein bisschen korrigiert. Zumindest habe ich jetzt wieder jede Menge Materialien und muss nicht ständig irgendwo hunderte von Kilometern irgendwo hinwandern, um einfach neues Zeug zu sammeln. So, ich würde sagen, wir fangen erstmal an und ich habe mir gedacht, wir machen das hier mit dieser Steinwand weiter und machen hier dann ein Tor hin und dann ziehen wir hier einfach einen Zaun drumherum. Das sollte ja für die kleinen Normalen, sollte das ja eigentlich reichen. Ja, die können da ja wahrscheinlich nicht so drüber spazieren. Dann lasst uns noch mal kurz im Inventar schauen, was ich dafür brauche. Denn wir brauchen, wo ist es? Genau, jetzt muss ich wieder überlegen, wie das funktioniert hat. Also es gibt Fundamente, das sind die Fundamente und das sind die Zaunpfahl, das ist ein Zaunpfahl aus Stein. Wir müssen es, ich muss es einfach nochmal ausprobieren. Ich habe es einfach, ist einfach schon wieder eine Weile her, wo ich das letzte Mal gemacht habe. Aber wir brauchen für beides Holz, Stein und Stroh und das in rauen Mengen. So. Dann besorgen wir uns das doch mal. Habe ich hier nicht noch irgendwas? Da haben wir doch noch ein Steingeländer. So, die können wir eigentlich schon mal alle nehmen. Und dann brauchen wir noch Holz, Stein und Stroh, hatte ich gesagt. Und irgendwie ist hier schon wieder zappenduster hier drin, ne? Ist ja echt ätzend. So. Und den nehmen wir auch mal mit. Den packen wir mal hier so ein bisschen Inventar. Genau, den packen wir da rein. Den können wir mal halbieren. Dann geht der da rein. Oder auch nicht. Fleisch können wir mal nehmen. Das können wir auch nehmen, das Gammelfleisch. Dann können wir das hier reinpacken. Dann machen wir hier das Feuerchen an. Da ist nämlich ein bisschen heller. So, hier war da auch noch so eine Fackel. Das halbieren wir auch nochmal. Dann geht das da rein. Dann zünden wir das Feuerchen hier auch. Hier hatten wir auch noch Fackeln. Inventar öffnen. Da geht auch noch was. So, dann haben wir es uns auf jeden Fall mal wieder ein bisschen hell gemacht hier. So, ich brauche jetzt Holz, Stroh und Stein. Also, rein mit dem Stein. Oh Gott, ey, so ein schlechter Rhymer hier. Da packen wir dann Stroh rein. Und dann wollen wir mal ein bisschen was herstellen. Und zwar stellen wir her... Wo habe ich das Geländer gehabt, was ich da gerade hergestellt habe? Ach, da unten ist es, genau. Wir stellen mal... einfach alle Fundamente her. So, das kann jetzt einen Moment dauern. Können wir ein Schlückchen trinken. Ich möchte mich echt übrigens nochmal bedanken
für diese ganz, ganz vielen Ratschläge, die ich von euch bekomme. Ich schaffe es leider nicht immer dran zu denken, diese auch zu befolgen. Ich habe auch zwischenzeitlich mal ein bisschen mit den Einstellungen rumgespielt, hatte ich ja gerade schon gesagt, auch mal andere Dinge ausprobiert. Das hat mir alles nicht so zugesagt. Wahrscheinlich habe ich da auch nicht den richtigen Drive gefunden oder einen guten Mittelweg. Deswegen habe ich das erstmal wieder verworfen. Aber so mit diesem Tag-Nacht-Zyklus bin ich ganz zufrieden. Ich bin auch sehr zufrieden damit, wie die Ressourcen jetzt hier rundherum wachsen. Ja, da habe ich echt Spaß dran. Ja, also das funktioniert schon mal ganz gut. Auch so eure Tipps, wenn ich sage, ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge ich was machen muss, ja, wo ihr dann auch immer oder viele von euch sagen, es gibt eigentlich gar keine Reihenfolge in dem Spiel. Ganz toll fand ich tatsächlich, ich komme halt auch immer wieder auf Petra zu sprechen, weil die mir so viele ganz tolle Sachen auch schreibt. Natürlich andere auch, Mike, super, ja, was auch du immer kommentierst und so, finde ich auch klasse. Aber da halt auch so ein bisschen, wo befinden wir uns hier eigentlich? Was ist das eigentlich für eine Ära, für eine Epoche hier? Sind wir in der Steinzeit? Sind wir in der Zukunft? Ja, das fand ich interessant, ja, weil ich bin tatsächlich auch jemand, der in solchen Spielen eher weniger liest, weil ich viel mehr auf das Doing an sich konzentriert bin. So, haben wir jetzt die Zeit auch wieder gut überbrückt mit Quatschen? Dann stellen wir nochmal. Ich weiß nicht. Wir holen uns noch ein paar Steine. Dann holen wir uns hier nochmal ein paar Strohgeräte. Und wir holen uns... was wollte ich machen? Holz wollte ich noch holen. Genau. Ich bin überladen. Das ist ja aber mehr wie ungeschickt jetzt. So, wir haben die gebaut. Und dann würde ich gerne hier noch diese Pfähle bauen. Das war ein Türrahmen. Die hier. Zaunpfahl aus Stein. Denn wir wollen ja gleich hohen Boden haben. Also einen gleich hohen Zaun haben. Und dafür brauchst du die Dinger ja. So. Brauche ich mal so ein bisschen Fahrstuhlmusik, ne? Das wäre eigentlich ganz geil. Ich bin mir auch so die ganze Zeit nicht sicher, was passiert eigentlich, wenn ich handwerkliches Geschick mache. Bin ich dann schneller oder mache ich mal ein extra Teil? Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, wie das funktioniert. Gewicht, denke ich, bin ich mittlerweile ganz gut da dargestellt. Also das passt eigentlich so, finde ich. Und jetzt bin ich am Überlegen, was mache ich? Mache ich Bewegungsgeschwindigkeit, dass ich einfach schneller rennen kann oder mehr Gesundheit oder dass ich mehr Schaden mache? Ich bin so unschlüssig manchmal. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mehr Nahkampfschaden. Habe ich jetzt einfach mal Bock drauf, das Ganze zu nehmen. So, guck mal, wir haben schon 152 Punkte wieder. Wir können schon wieder Sachen erfinden, erforschen. Wir nehmen mal hier das ganze Pelzgeraffel. Auch wenn ich noch keinen Pelz irgendwo gefunden habe, da fehlt mir dann irgendwie noch, da fehlt mir noch die Eingebung. So, die Baumplattform. Ich will mal ein Baumhaus bauen. Man sagt mir ja nach, ich könnte ja keine Baumhäuser bauen. Wahrscheinlich wird das jetzt hier auch nochmal bestätigt, aber schauen wir mal. So, was haben wir denn noch hier? Ach, guck mal hier, ich kann hier Brustpanzer und so, kann ich alle schon herstellen. Das ist ja geil. Ah, schade, Betäubungspfeil. Fürs Gewehr ist das, ne? Glaube ich. Ja, genau. Den kann ich leider noch nicht, aber das ist so der nächste für mich, wo ich sage, den will ich unbedingt haben, weil ich glaube, das wird geil. Ein Kühlschrank. Ja. Keine Ahnung. Ich kann halt noch nichts bauen. Irgendwie kühlschrankmäßiges Polymer, irgendwas hier, Obsidian. Noch nie gesehen. Ich weiß noch nicht mal, wo ich das Metall herkriege. Aber komm, wir nehmen es einfach mit hier. Einfach weg damit. So. Jetzt hoffe ich, kann man das sehen. Ja, es geht so. Es geht so. So, und dann legen wir uns den ganzen Krempel hier nochmal auf unsere Leiste. Mein Gott, schwieriges Wort. Trinken wir nochmal ein Schlückchen hier. So. Und wenn ich jetzt hier so hinsetze. Wie war das? Kuh? Oder E? Genau. Achso, dann mache ich das so. Aha. Moment mal, ich will das aber... Moment.
erstmal das Zeug hier wegpflücken. Irgendwie ist mir das im Weg und ich glaube, das behindert auch das ganze Ding hier, ne? Oder ich bild mir das nur ein und habe eigentlich keine Ahnung. Ja, jetzt gibt's mal. Ach komm, was mache ich denn hier eigentlich? Ich will diesen Palmwedel hier weg haben. Der nervt mich. Geh weg. Weg jetzt. Bist ja immer noch da. Geht doch. So, nochmal von vorne. So, wir nehmen jetzt mal das Fundament, ja? Dann packe ich das mal hier so. Irgendwie so. Und dann so. Nee, ich muss da so drauf. Ich muss da mal seitlich drauf gucken, ne? Damit das irgendwie matcht. Ich will doch hier den Punkt haben, Freunde. Was ist denn da los? Das soll doch hier snappen. An dem scheiß Geländer. Dafür sind die Dinger doch da, oder bin ich doof? Ach, jetzt muss ich das erstmal wieder raffen, ne? Die nachfolgenden Sendungen und so weiter und so fort. Ich verstehe das gerade nicht. Die Dinger kommen doch hier dazwischen, oder? Das muss ich doch dazwischen setzen können, dieses Fundament. Oder einfach ohne Fundament? Einfach nur das Geländer? Na, das ist ja ein Murks. Das ist ja ein toller Murks. Wie sieht denn das aus? Aber ich brauchte Fundamente, oder? Oder ist es so, dass ich entweder Fundamente brauche oder aber das Ding hier? Bin ich gerade ein bisschen überfragt, ne? Aber das könnte natürlich auch sein. Ach, das ist doch Schrott. Das ist doch totaler Schrott. Nochmal. So, ich setze den so hin und dann müsste ich quasi das Ding hier so hinsetzen. Ich glaube, jetzt sieht das gut aus für mich. So könnte das was werden. Und jetzt könnte ich ja eigentlich ein Fundament hier hinsetzen. Oder? Oder ich mach's weiter mit den Pfählen. Ich glaube, da komme ich irgendwie besser klar jetzt mit. Wieso macht er das? Ah, Moment, jetzt hat er es doch gerade gehabt, oder? Ich verstehe gerade diese. Ich verstehe das gerade mit der Tastensituation hier nicht. Also ich drücke Q und dann pflanzt er sich irgendwo hin und ich habe keinen Einfluss drauf. Finde ich merkwürdig. Oder ich habe Einfluss drauf und raff's einfach nicht. Nicht so einfach, Freunde. Nicht so einfach. Ich dachte, ich mache das jetzt mal hier easy peasy, mal eben durch, ne? Mal eben hier so Zeug bauen. Aber offensichtlich nicht. Und dieses Gestrüpp, das geht mir auch auf den Quark, ey. Ich glaube, ich hab das doch geändert, oder? Also wenn ich bis zumindest mal zu der Ecke hier vorne, ja, bis zu diesem Felsvorsprung, es schaffe, den Zaun hinzuziehen, da wäre ich echt schon mal happy, ne? So, also nochmal. Wir schnappen uns die Zaunpfosten. Und dann, ich möchte den ja quasi hier genauso in einer Flucht weiter haben, ja? So, ich muss ich jetzt hier mich da irgendwo
da dran klemmen oder so. Und warum, was ist das hier? Ja, ich setze den einmal so, oder so ist das einfach, dass ich den links und rechts rumdrehe? Oder ich habe keine Ahnung, Freunde. Ich verstehe das System hier nicht. Ich glaube, ich stelle mich auch einfach viel zu blöde an. Ja, so, genau, so soll der hin. Das ist ein bisschen Geduldsspiel, ne? Da habe ich ja so richtig Bock drauf. Das macht mich ja so richtig an. Okay. Und, aber jetzt müsste ich doch hier, theoretisch müsste ich doch eigentlich ein Dings vorsetzen können. Ein normales Fundament. Ja, weil das ist doch jetzt auch auf dem Boden hier. So, lass doch mal gucken. Da. Genau. Ja, super. So will ich es doch haben. So ist doch gut. Mehr will ich doch gar nicht. Glaube, jetzt habe ich es geschnallt. So, also jetzt muss ich aber noch mal ein Geländer herstellen. Da habe ich nämlich habe ich noch Zeug einstecken dafür. Geländer, Geländer, wo diese Stein. Nö, nö, da fehlt mir Stein. Mach das doch mal weg hier. Nein, Stein habe ich gesagt. So. Stein. Und dann stellen wir mal Geländer her. Das ist nicht ganz so intuitiv. Da muss man schon drüber nachdenken. Habe ich mir einfacher vorgestellt. Aber muss das Prinzip auch erstmal schnallen, ne? Das heißt, die restlichen Zäune, die ich davor gebaut habe, die da so, die sehen scheiße aus. Die können ja eigentlich, das ist Kunst, ja? Also es ist keine Kunst, das kann ruhig weg. Das muss ich dann quasi nochmal abreißen. Das werde ich aber nicht mit euch heute machen, weil das ist ja schon auch für euch bestimmt so ein bisschen Geduld spielt. So, jetzt setze ich den dahin. Dann setze ich den. Ach, das war ja klar. Wieso hat das denn jetzt nicht gematcht? Oh, Leute, Leute, Leute. Da geht mir doch das Klappmesser in der Hosentasche auf. Was ist das denn hier für ein Schrott? Also, das Ding ist nix. Ja? Das ist echt Müll. So, den können wir wegmachen. Ich würde den gerne wegmachen. Abreißen. Tschüss. So, wie kriege ich den jetzt? Ich weiß doch nicht, wie man sich da hinstellen muss, ne? So. Kann ich den jetzt so drehen, dass er da drüben und da dran hängt? So, genau. So habe ich mir das vorgestellt. Und jetzt. Ja. Sieht das auch irgendwie beknackt aus? Na ja, nicht schön, aber selten. Scheiße. So ein Dreck. So ein dreckiger Dreck. So ein Dreck. Naja, gut. Wir haben hier doppelten Türrahmen aus Holz. Und wir haben hier Zaunpfahl aus Stein. Und es gibt doch bestimmt auch noch hier so ein Tor. So ein Riesentor. Ach, kleines Steintor. Steht ja auch kleines Steintor dran. Was habe ich denn da eigentlich gebaut? Ist das ein kleines Steintor? Ich glaube, das ist ein kleines Steintor, ne? Genau. Dann bauen wir hier auch noch ein kleines Steintor hin und dann ist aber auch schick. So, ach, jetzt habe ich hier. Jetzt werde ich hektisch hier. Wir brauchen Stein. Und dann bauen wir noch mal so ein kleines Steintor und was brauche ich? Alter, so viel? Was brauchen wir noch? Holz? Naja. Naja. Werden schon wissen, was wir da wollen, ne? So, stellen wir mal das Steintor her. Dann können wir das da reinflanschen.
Ja, ich glaube, das könnte gut funktionieren, glaube ich, Freunde. So. Ja, eigentlich bin ich ja so ein Freund vom Bauen, aber hier fällt es mir gerade echt ein bisschen schwer. Glaube ich auch echt einfache Übungssache, ne? So. Kriegen wir das Kacktor so irgendwie da hingezimmert? Eigentlich könnte ich es doch genau so hinstellen. Das müsste doch eigentlich vollkommen ausreichend sein. Oder kann ich das... Naja, das ist ja doof. Nee, komm. Das machen wir einfach so. So. Ich habe das ja in den Optionen eingestellt, dass ich die einfach so ineinander glitschen lassen kann. Und dann ist das nämlich auch komplett tight für mich. Guckt euch das mal an. Geil. So, noch ein bisschen Zeug wegrupfen hier. Bisschen Unkraut jäten in dem Vorgarten. Mann, oh Mann, oh Mann. Hier müsst ihr mal mit dem Rasenmäher durchgehen. Seht euch, guckt euch mal die Hütte an. Meine allererste Hütte. Komplett zugewuchert, das Ding. Weiß auch noch nicht, was ich mir daraus mache. Ob ich mir da irgendwie, keine Ahnung, ob ich mir da eine Werkstatt reinzimmer oder, ach, was weiß ich, werde schon irgendwas finden. Irgendeine Verwendung wird es geben dafür. So, noch ein paar Fasern einsammeln, dann haben wir es gleich. Und dann können wir nämlich weitermachen hier mit den Dings. So, genau. Also, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof mit dem Wasser hier. Das muss ich dann aber im Offscreen nochmal ein bisschen nacharbeiten. Hätte ich das gern. Das setzen wir gerade mal hin. Jetzt kann ich keine mehr herstellen. Aber ich glaube, jetzt habe ich das Prinzip begriffen von dem Laden hier. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. So, was wir jetzt aber eben noch machen können in der Folge, ist nämlich eigentlich schon wieder fast vorbei, ne? Also wieder eine halbe Stunde einfach nur dumm Zeug gebabbelt und aber nicht vorwärts gekommen. So, ich würde gerne noch Tore reinsetzen. Verstärktes Fenster, das ist eine verstärkte Holztür, das ist auch zu klein. Hier, verstärkte Doppeltür. Eine verstärkte Holztür, die Zugang zu Strukturen ermöglicht. Kann zur Sicherheit abgeschlossen werden, ja. Zugang zu Strukturen, das ist ja... Geil. Was braucht man dafür? Auch Stein. Dann holen wir doch nochmal Stein. Ich weiß nicht, ob das das Ding ist, aber wir bauen es einfach mal und dann gucken wir mal, ob das die richtige Tür ist dafür. Nehmen wir einmal her oder gibt es hier noch was Größeres? Ach hier, Dinosaurier-Tor, ne? Ah. Okay. Vielleicht habe ich da jetzt Mist gemacht. Wollen wir mal schauen. Moment. Wo habe ich es denn? Ne, hier. Moment, da, dort. Ne, hier. Zeig ich doch. Da. So. Das ist wohl nicht dafür gedacht, ne? Glaube ich mal so. Ne. Ne, ne. Schade eigentlich. Geh doch rein da. Mach doch nichts so Faxen. Dann packen wir die einfach hier rein. Dann bleibt die erstmal hier. Dann gucken wir mal noch. Dann stellen wir halt dieses große Dino-Tor her, ne? Wo
Wo haben wir es denn? Auch dafür brauchen wir wieder Unmengen an Holz. Gott sei Dank habe ich so fleißig gefarmt. War ja auch keine Kunst, weil es direkt in der Hütte stand. So. Wir stellen es einmal her. Ich gucke mal, ob es dann passt. Cool. Das war ja das richtige Tor. Sehr gut. Ja, nice. Sehr schön. Okay, das ist jetzt noch keine richtige Garage, aber wir sind auf jeden Fall schon mal nah dran an der Sache an sich, ja. Also hier werde ich noch ein bisschen weiter ausbessern müssen, aber ich denke, bis zur nächsten Folge habe ich auf jeden Fall mal hier einen schmucken Zaun drumherum gebaut. Und dann sollte das eigentlich erstmal schicken, erstmal reichen, um dass meine Viecher nicht ständig flitzen gehen, ja. Gut, Freunde, ich möchte mich bei euch fürs Zuschauen bedanken, wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Macht irgendwas Schönes. Bis dahin, tschö mit Ö.